Du bist ja schon wirklich fertig, ja? Ja. Das ist wirklich schnell. Hab ich dir gesagt, das kannst du eigentlich. Willst du mal? Na los. Willst du wirklich mal probieren? Ich war nicht beherrlich. Nee. Ach so, was ich sagen wollte. Die Tattoos werden aber nicht identisch. Ja, also. Ja, ist ja klar, dass so ein bisschen. Das eine wird schön, das andere nicht. Ich hoffe, ich hab das Schöne. Ich kann noch abspringen, also von daher. Alles gut. So, Ladies and Gentlemen. Nee. So, Freunde der Bitcoins. Nee, auch nicht. So, Freunde der Gewinnspiele. Nee, auch nicht. Du sollst doch das so eigentlich weglassen. Okay. Ja, dann fang du doch mal an. Okay. Okay, let's go. Wir sind zurück, Leute. Sind wir, wo waren wir denn? Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Ich bin's, Tim. Nee, wir haben den Erik schon verarztet. Das erste Logo ist drauf geschafft. Wie war es für dich? Wie hast du es empfunden? Es war entspannt. Ja, ich denke nämlich auch. Ich kann das Handwerk eigentlich ganz gut. Es schien so, als ob du es kannst. Ja. Denke ich. Wir hatten auch sehr viel Redebedarf und Redestoff. Deswegen, glaube ich, war das auch eine sehr gute Ablenkung. Ja? Und natürlich hat Django auch sehr gut Händchen gehalten. Lässt du noch kurz die Socke raus, dann kannst du mal ein bisschen runterfahren. Wir kleben das Ganze dann ab mit Dermalize und bestellen erstmal Essen und dann essen wir das Ganze gleich. Das Bein nicht, aber wir bestellen erstmal Mittag. In der nächsten Szene hat Erik so ein Stummel nur noch. Ja, wie bei Sau. Ich will das Stückchen mit dem Bitcoin haben. Ja, ja. So Leute, bis gleich. Meine Freunde, Runde 2, zweiter Kunde, zweite Keule, es geht los. Huch. Schön. Da machst du jetzt die Farbe rein. Ja. Natürlich wie bei jedem Kunden. Nehmen wir die gleiche Nadel. Nehmen wir die gleiche Nadel und dieselben Farbtöpfe. Nein, wir, obwohl es Freunde sind seit ewig her, werden wir trotzdem den neuen Platz neu einrichten. Bist du noch aufgeregt? Wieso? Wieso? Ich hoffe, dass es euch gefallen hat bis jetzt. Ich rede jetzt ein bisschen emotional. Das kann sein, dass der nach dem Tattoo nicht mehr da ist. Oder ein Holzbein haben. Ja, ein Holzbein. Natürlich vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für alle, die jetzt neu reinschauen, ja? Erik, hast du schon abonniert? Ja. Ich glaube, selbst auf rein. Ja. Hast du die Glocke aktiviert? Natürlich. Top. Hast du es jedem erzählt? Es klingelt überall. Top. Ja, ein ganz toller. Was machst du? Wo schaust du das, die Videos am meisten? Auf dem stillen Örtchen. Auf dem Donnerbalken. Da, wo man am meisten Ruhe hat. Ja. Ich sitze auch manchmal sehr lange. So lange, dass meine Oberschenkel schon taub werden. Weißt du? Wenn man aufsteht, hat man dann solche Abdrücke vom Unterarm. Ja, das stimmt. Kennst du? Komplett rot. Genau. Und dann ist alles taub da oben. Genau, ja, so ist. Du kennst das nicht, weil du keine Oberschenkel hast. Ja. Ja, ja. Ich bin groß, ja, unbewusst auch. Aber das ich habe schon eine Maschine angefangen. Ich wollte gerade sagen, was sind zwei Schnauze? Sagst du, das zweite wird scheiße. Verdammt. So Leute, wir machen ein spontan Special. Die Jessie verbindet mir jetzt die Augen. Und wir werden... Zeig mal, wie ich das... Dass ich das so richtig rum... Na, einfach gerade halt. Einfach gerade. Dass es nach oben halt ist. Ja. Ist jetzt eigentlich das gleiche Stencil? Ja. Das ist ja unhygienisch. Ich habe ein neues gemacht. Achso, okay. Die Wocke sind, dass es ein neues ist. Ja. Ich verwende doch nicht dasselbe Stencil. Wie unprofessionell wäre das denn? Ja. Waren die alten Nadeln noch mal aus dem Mülleimer gekramt? Das ist halt typisch deutsch, weißt du? Ja. Ich habe da, glaube ich, noch eine Nadel von einem Kunden von 2 Jahren. Ja. Der hat auch bloß ein kleines Tattoo, das geht. Ja. Das ist wie auf dem Frankfurter Bahnhof hier. Der war niemand Nadeln, hat einfach geteilt. Spart Geld. Ist halt ökonomisch wertvoll. Sieht jetzt unförmig aus, mein Bein. Ist das gesund? Muss das sein? Entdeckst du gerade deinen Körper? Das hab ich, dein Körper neu. Ich dachte, das hatten wir ab dem 15. Lebensjahr eigentlich schon. Aber so weit unten bin ich noch nie. Darf ich mal mit links tätowieren? Na klar, darf ich dir mal die Stirn tätowieren? So, mein Guter, ich fange auf 3 an. 1. Hm. Geht's? Ja. Gut. Oh, sorry. Ich hab jetzt gezockt. Alter. Jetzt habe ich eine 8 rausgemacht. Jetzt ist ein P draus geworden. Wir haben es geschafft. Der Django ist verarztet. Teil 2 vom Tattoo.
verarztet bin ich noch nicht. Fazit zum Schmerz, was sagst du? Ja, es ist angenehm. Sag mal, so Knöchel ist schon eklig, aber dadurch, dass es jetzt übel schnell ging, ist kein Problem. Ja. Wenn du jetzt 2-3 Stunden auf dem Knöchel tätowieren, wäre es richtig eklig. Ja, das waren jetzt 10 Minuten. Ja, eben, das war 10, 15 Minuten war das durch. So, ihr Schnecken, wir haben es geschafft. 2-mal Bitcoin-Tattoo abgewickelt. Das Fazit und das Resultat zum Ende brauchen wir nicht, weil ihr seht es schon. Ja, so schnell geht der Tag zu Ende. Es war ja heute nicht ganz so viel zu tun. Es war mehr Gespräche als eigentlich die eigentliche Arbeit. Und ja, Tag war ein sehr schöner Tag, mal wieder Leute aus der Heimat da zu haben. Ich habe den Erik ja schon lange nicht gesehen. Den Django sehe ich leider jede Woche fast. Ich wollte nie erwachsen sein. Vielleicht nicht gerade Tamaluga-Musik drunter. Immer mich zu wehren. Der Django ist ein altes Schwein und nebenan sitzt Erik Klein. Irgendwo im Taucher. Sind wir zurückgeblieben, doch dann. Alter. Das, das erinnert mich wieder an das Weihnachts-, weißt du? Ja. An den Weihnachtsjingles. Hattest du schon mal die Erfahrung mit dem Dermeleis, selbstklebende Folie? Wurde das schon mal verwendet? Verträgst du das? Ja. Ja, gut. Ganz wichtig, verträgt nicht jeder Hauttyp, deswegen immer die Variation zwischen Frischhaltefolie und dem Dermeleis, beziehungsweise ja, gibt es ja auch andere Produkte, die man zur Wundversorgung nehmen kann. Wir können auch gerne mal, das ist ein guter Einwand, falls wir mal einen Beitrag machen sollen zur korrekten Tattoo-Pflege und Handhabung, wie man ein Tattoo pflegt, könnt ihr euch das gerne mal zu Herzen nehmen, beziehungsweise auch mal in die Kommentare schreiben, ob das vielleicht für euch mal ein wichtiges Thema ist. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, die Folie, die ich jetzt drauf mache, bleibt bis zu 5 Tage drauf. Es gibt nur 2 Gründe, warum ihr die eher abmachen müsst. Grund 1 ist, wenn es juckt, ist scheiße. Also jucken darf es, aber erst wenn es Tattoo am Abheilen ist. Die 2 Gründe sind, was jetzt hier keine Rolle spielt: Wenn die Folie mit Wundflüssigkeit zu viel vollläuft, dann müsst ihr die Folie wechseln. Wenn das innerhalb der 2 Tage passiert, müsst ihr nochmal normale Folie nehmen. Die müsst ihr aber am Tag regelmäßig wechseln und säubern. Ansonsten sollte da nichts dazwischen kommen, was ich jetzt hier auch nicht glaube. Es kann auch sein, dass sich das bei der Stelle durch die Reibung, Socken, Schuhe etc., dass die Folie sich ein bisschen abreibt. Da kommen wir auch schon zu Grund 2, warum die Folie auch eher abgelöst werden soll. Wenn die Folie sich löst und die Folie über das Tattoo reingeht, also das Tattoo quasi nicht mehr geschlossen ist, müsst ihr die Folie auch abmachen, weil das Tattoo dann nicht mehr steril bzw. nicht mehr geschützt ist vor äußerlichen Einwirkungen. Danach gilt die Pflege ganz normal, Wundversorgung. Das heißt, das Tattoo säubern, nicht mit Waschlappen oder irgendwas, sondern entweder mit Einwegprodukten, so wie Ceva, dass ihr das feucht macht, oder mit gereinigten Händen. Das heißt, das Tattoo oder das Bein aufs Waschbecken mit sauberen Händen abspülen und danach frisch eincremen. 4 Wochen lang pflegen nach der Abtragung von der Folie nach den 5 Tagen. Säubern und wieder neu einbinden. Ja, Leute, unser Schlusswort des Tages, kurze, knackige Arbeit, schöner, cooler Beitrag, mal wieder ein bisschen was Familiäres, hätte ich fast gesagt, was Heimatnahes. Und ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Wenn ihr Inspiration, Anregungen, Fragen oder Wünsche habt, könnt ihr das gerne in die Kommentarbox mit reinschallern. Ansonsten würden wir uns riesig freuen über jeden Support, den wir von euch bekommen können. Das heißt, ein Like, ein Kommentar oder auch unseren Kanal besonders abonnieren. Außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, Merch zu ergattern auf unserer Homepage www.666.com. Kommt auch bald wieder Merch dazu, das müssen wir wirklich mal erweitern. Erstmal ein Rauchmerch. Erstmal ein Rauchmerch, genau. Jungs, habt ihr noch was zu sagen? Wie war die Dienstleistung? Seid ihr zufrieden mit meinem Überragend. Job? Überragend. Sehr, sehr angenehm. Sehr familiär. Jetzt nochmal ein bisschen überzeugender. Nee. Freut mich sehr, dass ich die Ehre haben durfte und auch das Vertrauen, mich hier zu verewigen auch. Ist ja nicht selbstverständlich. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, Anregungen zum Tattoo-Motiv, sind wir jedes Mal begeistert und erfreut,
wenn ihr euch an uns wendet, auch über Social Media oder in unserem Studio. Und ansonsten unsere Seiten abchecken, die wir euch noch verlinken. Einfach auf Colors Leipzig ist unser Studio. Und da ist immer der erste Anhaltspunkt, um einen Termin zu ergattern. Ansonsten freuen wir uns auf euer Mitwirken, bedanken uns. In dem Sinne sagen wir Ciao. Kakao. Leute, ihr seid ja immer noch da. Macht euch ab, macht euch noch einen schönen Donnerstagabend. Und nochmal für alle, die es nicht verstanden haben. Ciao. Kakao. Kakao.